taktlos. Das ist jetzt aber taktlos. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Taktlos Metal auf Radio Kanal K, Rockstation und auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal. Wir haben ein volles Programm mit Schweizer Bands, eigentlich wie immer in letzter Zeit. Wir haben in der 2. Stunde Ephedra, das ist eine Art Stoner-Rock mit, oder eben ohne Gesang, mit ohne Gesang, genau. In der 1. Stunde Band mit Gesang, Contortion, bei uns John und Simon im Studio. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ephedra macht Stoner-Rock, was macht ihr? Thrash-Metal. Und zwar Oldschool Thrash-Metal. Wo ihr haut, genau. Ihr habt ein neues Album mitgenommen, heisst... Wie heisst's? Ja, wie heisst's? Verdammt, kannst du mir schon die CD geben? United Zombie Nations. Da hören wir und wir hören das Wort für euch. Wir schauen, ob wir so 4 Teile schaffen für das Interview. Für die nächsten 2 Stunden verantwortlich ist der Roger Wettli. Wir sind richtig im Taktlos Metal auf Radiokanal K, Rockstation und auf YouTube bei uns John und Simon, die beiden Gitarristen von Contortion hier mit dem neuen Album, nicht Planet Parasite, das ist das letzte Album gewesen, sondern mit United Zombie Nations. Band gegründet worden 2004, habe ich etwas gesehen, aus dem Aargau, Thrash Metal, ja, drei Alben.
Simon ist dabei gewesen. Nein, ich bin nicht dabei gewesen bei der Gründung. Ich bin eigentlich erst nachher zugestoßen. Gegründet hat sie den Mark und den Metal, also Sänger und Schlagzeuger. Die haben angefangen mit einfach ein bisschen jammen und ein bisschen Songs schreiben und so. Mal schauen, wie es harmoniert und geigert. Und dort hat der Mark noch Gitarre gespielt. Und dann irgendwann ist, ja, mit einem vielleicht fröhlichen Abend, habe ich irgendwie Mark mal gesagt, ja, ich bin auf der Suche nach einer zweiten Band. Ich habe noch eine andere Band gespielt und ja, habe mal gefunden, komm mal vorbei. Und ja, hat gebesselt und dann sind wir von dort als dritte Höhe unterwegs gewesen. Und dann ist gleich mal der Dani gekommen, als Bassist. Und dann hat natürlich die Suche nach einem Sänger angefangen. Und das ist, wie jeder Musiker weiss, das ist extrem schwierig, gescheite Sänger zu finden. Es ist überhaupt generell schwierig, gescheite Leute zu finden, aber gescheite Sänger für eine Thrash-Metal-Band, das ist wirklich fast unmöglich. Und dann hat sich dann der Mark im Nachhinein glücklicherweise dazu entschieden, zu singen. Mit dem Hintergedanken, einen Gitarrist ist einfacher zu finden, wie ein Sänger. Und ja, der Zufall hat es dann wohl, dass damals Luca von Bremgarten war, ist dann zu uns gestossen, dann sind wir komplett gewesen. Dann ja, hat's dann gleich mal, haben wir dann gleich mal unsere 10-12 Songs zusammen gehabt und das haben wir also die Aufnahme von der ersten CD gemacht. Dort haben wir extrem Lehrgeld gezahlt, weil wir haben die CD selber aufgenommen im Proberaum. Und auch dann man muss, ich weiß gar nicht, wie der geheissen hat, damals noch vom Musikproduktiv, der hat selber ein CD-Studio gehabt. Und der hat uns dann mal gezeigt, wie man eine Gitarre richtig aufnimmt und so ein Mikrofon positioniert und so. Wir haben eigentlich einen Plan gehabt, den Zeug. Und ja, dann haben wir das Zeug halt selber aufgenommen und es ist natürlich ein extremer Aufwand, weil es immer mindestens zwei Leute drin sind, einer, der PC bedient und so, und der andere, der halt spielt. Und ja, mit der Essenz, dass wir dann gesagt haben, das machen wir nie mehr. CD aufnehmen? Nein, jetzt CD selber aufnehmen. Lieber ein bisschen Geld investieren und von einem machen, der das im Griff hat. Wir haben nicht damals jetzt gestummt, müssen wir ehrlich sagen. Also wir sind damals zufrieden gewesen und ich muss jetzt auch zurückschauen und sagen, die Scheibe ist irgendwie auf eine Art immer noch cool. Aber klar, man hört natürlich schon den Qualitätsunterschied zu der zweiten und zu der dritten CD. Das ist immens. Das sind Welten. Also wenn man das hört, das ist... Also die ersten zwei haben wir selber aufgenommen? Nein, nur die ersten. Bei der zweiten sind wir dann zum Kusi Hindermann auf Sursi Studio, KHE Recordings. Mhm. Genau. Auch noch ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Ja, der macht das wirklich gut und es ist natürlich ein Stück weit bequemer, oder? Man kann herkommen, das Zeug aufstellen und das Zeug einspielen, oder? Und muss nicht zuerst noch eins Gott was einstellen und pröbeln mit dem Sound, bis es endlich verhält. Und ja, es ist natürlich schon viel besser und viel ringer gegangen. Und man hört es auch, man hört es wirklich. Ich habe gesehen, auch immer, Simon, du hast mal bei Helvetica aufgeholfen, wo der John eigentlich, wir haben mehr oder weniger, ist eigentlich um John seine Band, mehr oder weniger, also ein. Ja, John und Roman, ja. John und Roman, Urkämpfer von Helvetica, du hast mal bei Helvetica noch ausgeholfen. Ja, letztes Jahr war das, gewesen, ja. Also einfach live, eins, so ein Konzert? Nein, es war mehr, gewesen. Wir sind dann auf einer Tournee durch Europa durch. Alles in eigener Regie organisiert. Was wir heißt vom Roman. 12 Shows, glaube ich. Nee, 12 Shows gsi, eine ist noch ausgefallen dort in Prag. Ja. Weil sie irgendwie Veranstalter eine Lampe im Club sitzen oder umgekehrt. Oder ich weiss doch nicht. Ja. Aber das heisst, da hilft man sich gegenseitig. Also, wenn Not am Mann ist, ja, das ist ja... Ja, etwa so in dem Stil, ja. Grosse Familie. Du kannst Songs von Helvetica, John kann ja, ich beide. Ja, mittlerweile könnte sie nicht mehr. Ja, aber hätte sie schnell drin. Ja, ja, das sicher. Aber so zwei Bands nebenzu, das funktioniert eigentlich gut. Der Mark spielt dann ein Bloody Horseface-Gitarre, wobei ja, die sind mal mehr, mal weniger aktiv. Ja, ja, das ist schon so, aber du brauchst halt auch ein bisschen Rückendeckung und eine Partnerin, die es versteht und dann nicht irgendwie oh, ja, das Fell über die Ohren zieht. Oh ja. Und jedes Wochenende weg bist in der Konzertsaison halt, oder? Aber da sind wir auch gesegnet mit unseren Frauen zu Hause, unseren Old Ladies. Wenn es geheiss hat, Bändel rühre mich gut, tschüss. Ja, die Frage ist noch nie gekommen, zum Glück. Aber die Antwort liegt parat. Ja, wir nehmen euch mit auf eine Reise zu den alten zwei CDs. Wir hören zuerst
Fresh Metal Domination von der ersten CD und anschliessend habe ich Gods of the Sun von der zweiten CD parat gemacht, bevor wir dann verbal quasi mit dem Interview wieder zur neuen CD kommen. Kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Das sind Lieder, die ihr immer noch live spielt. Ja, ja. Ja. Also vor allem die Thrash Metal Domination auf der ersten CD, der darf nicht fehlen. Das ist ja so unsere... Meistens der letzte beim Konzert. Ja, unsere Hymne, wenn du willst, ja. We'll be right back.
Contortion auf Radikal Rockstation und auf unserem wunderbaren, wunderschönen, immer hörbaren YouTube-Kanal. YouTube ist immer hörbar, darum toll. Gut, YouTube gibt Geld, vielleicht jetzt endlich. Ja, bei uns ist John und der Simon hier im Studio, wo wir einen Plan haben als... Nein, wir haben Planet Parasite, wir haben United Combination aufgenommen. Ein Album, das eigentlich rein titelmässig ein bisschen als zweite anlehnt. Das zweite hat eben genau Planet Parasite geheissen. Genau. Er hat eine Hausaufgabe gemacht. Genau. Gratulation. Ich hatte letztens eine Band, die hätten ihr ein Album nennen, nach einem Titel, der auch ein bisschen kritisch war. Haben nachher aufgefunden, haben wir nennen jetzt einfach nach der eigenen Band. Er ist eine Band, die sich wagt, in dem Fall quasi Sozialkritik, also Kritik generell, Gesellschaftskritik, gerade in Albumtitel jetzt nehmen. Ja, total, muss. Ich meine, was willst du da irgendwie da irgendwie einen Kuscheltitel nehmen? Ich meine, es muss passen. Es ist grober Sound und härter Sound und die Realität ist auch so. Und es steht halt auch ein bisschen für allgemein die Lyrics von Contortion, die von Mark wirklich sehr gesellschaftskritisch sind, oder? Und dann darf ruhig auch das als Albumtitel genommen werden. Das ist eigentlich, ja, das ganze Album ist so, oder? Dann musst du nicht self-titled machen oder Kuschelrock Volume 77 oder so. Das heisst, er stöhnt zu der ganzen Kritik. Er sind ja. Ja, er stöhnt eigentlich auch ein. Er hat ein Schild drauf auf dem CD-Core United Combination. Er stöhnt als Comics-Figuren, eigentlich, ja, Comics-Figuren, doch als echt zeichnete Comics-Figuren stöhnt er hin. Sind der Model gestanden oder hat das einfach der Zeichner so? Nein, von der Foto. Wir hatten einen genialen Zeichner gehabt. Und er kommt eben von Bern, Raw Design von Thomas Mischler. Und wir haben ihm wirklich nur ein Foto schicken von uns. Und dann hat er das gemanagt und gezeichnet und gemacht und hat eine hohe Sicht voll Zeit investiert, um das ganze Design zu machen. Völlig krank, wirklich, der Typ. Das ist ein Freak. Und wirklich ein genialer Typ halt auch, wie man sieht. Es ist auch wirklich gut rausgekommen. Nicht Strichmännchen oder so, sondern wir erkennt uns. Er bringt die Stimmung über und alles. Also, total, ist super. Wirklich ein sensationelles Design. Ja, ich weiss ja gut, wie wir mit ihm zusammengehockt sind in der Meepar. Und wir haben so ein bisschen ungefähr gesagt haben, wo das soll gehen soll, der ist schon Feuer und Flamme gesehen. Ja, ja. Und hast schon gesehen, der hat sich da schon irgendwie etwas vorgestellt. Und, ja, das ist ein Genie, wirklich. Der hat eigentlich dort schon angefangen. Ja. Er hat ja im Büchlein, das lohnt sich auch anzuschauen, haben er Zeichnungen genommen. Wir haben sogar die auf einem T-Shirt hier mit Sprüchen drauf, wo ich zumindest als lustig anschaue, diese Sprüche. So ein bisschen splattermässig. Jeder haut die Zombies zusammen mit seinem Instrument. Genau. Der Mark tut Köpfe mit dem Mikrofon an, mit einem Mikrofon peitschen. Ja, das war auch wieder ein genialer Streich vom Designer, wirklich. Also, und auch das T-Shirt, das im Comic-Look rüberkommt, wirklich die einzelnen Fenster mit uns Musikern drinnen und einem Zombie und so. Es ist halt wirklich ein Hingucker. Auch wenn es weisse Shirts sind, da sind wir auch ein bisschen angezündet worden. Metalband weisse Shirts, aber... Ja, glaube, das kennst du ja von Helvetica. Ja, ich weiss, ich kenne es schon, aber ein Haufen sind doch noch so engstirnig. Aber genau, du sagst es noch nicht, oder? Du sagst es engstirnig. Und es gibt nicht so viele schwarzseitige Comics, oder? Und deshalb, es ist herrlich. Also, das Shirt, ich habe selber eins und habe nicht einmal etwas müssen zahlen. Verdammt, ja, noch keins. Also, es ist wirklich genial rausgekommen. Nein, du sagst es engstirnig. Es hat überhaupt nicht mit dem zu tun, das Metal-Shirt auf einmal weiss sein. Absolut. Das ist nämlich so nicht. Ich habe gesagt, die splatterartigen Zeichnungen sind durchaus humorvoll bis zu einem gewissen Grad. Jetzt haben wir ernste Texte und gleich Humor. Ja, wir haben eben auch beides. Wir machen relativ kompromisslosen Trash-Metal. Aber wenn du uns auf der Bühne siehst, wir haben einen scheiß Spass an dem, was wir machen. Wir haben ein richtiges Fest. Egal, ob jetzt 10 Leute dort sind oder 200. Wir haben einfach eine scheiß Party auf der Bühne. Ja. Und wir geniessen es jeden Moment auf dieser Bühne. Und das merken die Leute auch, oder? Dass wir wirklich mit einem Grinsen können auf der Bühne stehen und richtig eins abdrucken, oder? Und das macht uns aus. Und deshalb trifft uns das Artwork eben auch wieder sehr gut, oder? Für das BZT. Ja, ich würde sagen, wir benennen da schon so wie eine klassische Metalband auf der Bühne. Irgendwie einfach so bös reinschauen, jeder steht an seinem Ort und ja, lernt sein Zeug ab. Sondern wir bewegen uns auf der Bühne, wie John gerade gesagt hat, wir haben Spass. Ja, wirklich. Es ist Interaktion zwischen der Band, auch mit den Leuten. Mit dem Publikum, ja.
Und das hören wir eigentlich immer wieder, dass die Leute eigentlich das eigentlich gut finden und darauf ansprechen. Und der Funke springt dort auch zu den Leuten über. Und sie haben dann auch mehr Freude, oder? Wenn, ja, wenn sie sehen, die Leute hier oben, die schiessen nicht an, oder wenn da etwas sein, wo sie nicht sind, da mit den Kutten und weiss nicht was, oder? Eins auf Böse machen, also aus dem Alter sind wir draußen, oder? Ja. Also ihr singt nicht über eure misslungene Jugend? Nein. Die ist nicht misslungen. Eben. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Vor allem ist sie noch nicht vorbei. Hi, hi! Da muss ich noch ein Bier aufgeben. Wir haben parat, während er zu Hause und im Studio darf Bier trinken, dürfen wir gleichzeitig den Titelsong hören. Anschliessend tun wir den, was ich eigentlich mit ihnen abgemacht habe, Bachelors of Evil. Yes! Das ist der Simon und der John von Contortion. Und ihr hört Kanal K. Kanal K. Yeah.
Ihr hört das Taktlos Metal auf Radio Kanal K Rockstation und auf unserem Lieblings-YouTube-Kanal, wie auch immer. Bei uns sind Contortion, der John und der Simon, die beiden Gitarristen mit den beiden blutigen Gitarren, die wir jetzt vorher gerade gehört haben, im letzten Interviewteil. Jetzt eine Frage, die ich euch, glaube ich, schon zum dritten Mal stelle und ich kenne langsam auch eure Antwort dazu. Aber unsere Hörer nicht. Nein, er hat bei den Liedern gibt er immer an die ganze Band. Also, er hat eigentlich Lieder geschrieben. Wie ist das im Detail? Wie entsteht das? Oder wie wagt ihr es, dass die ganze Band ist? Ja, es ist eigentlich immer so, dass einer mit einer Idee kommt, unterschiedlich fertig. Das kann sein, dass das Gerüst alles steht und dann wird der Song miteinander eingeübt und dann gibt es noch kleine Detailänderungen. Oder dann gibt es auch so brillante Meisterwerke, die wirklich miteinander geschrieben werden. Ja. Also es ist wirklich sehr vielseitig da das Ganze und vor allem jeder bringt ein Material, das ist erstaunlich. Sogar der Drummer, das ist auch eher selten halt, dunkelt es mich manchmal, ist schade. Weil Drummer sind ein bisschen anders, wie sie an die Songs hingehen, oder? Eher rhythmisch und so und das ist genial, der Matto, das ist ein brillanter Songwriter. Ja. Also er bringt den Gitarre-Riffs in dir? Ja, ja. Nein. Er schreibt Songs, wirklich, Gitarre-Riffs. Da sind es 5, also das heisst, es braucht Vertrauen zueinander, wenn 5 Leute Meinungen einbringen. Gut, dann sind immer 3-2. Ja, das geht schon. Ja, das geht schon. Demokratisch, ja. Das geht schon. Nein, das funktioniert eigentlich recht gut. Also wir werkeln auch wirklich an einem Song rum, bis wirklich alle damit zufrieden sind. Bis oder einer brüllend heimgeht, aber ja. Das ist eher selten. Ja. Eigentlich schon. Aber das heisst, das Demokratische, er hat jetzt gleich ein gewisses Tempo gehabt. Die letzte Planet Parasite ist 2014 rausgekommen, jetzt die United Zombie Nation 2017, da Jahr. Also er hat gleich, trotz Demokratie, noch ein rechtes Tempo drauf. Das ist für Demokratien eigentlich eher untypisch. Ja, weisst, wir werden nicht bezahlt, deshalb muss es schnell gehen. Wir müssen arbeiten, oder? Dass wir nachher den Kohle bekommen für die CD. Es ist nicht so wie in Bern unten, oder? Ja, aber wir müssen eigentlich Geld verdienen, damit der CD es machen. Genau, ganz genau. Ja, und es ist auch nicht das verdammt hohe Klirren im Übungsraum. Ja. Dort unten wird Musik gemacht und es wird wirklich geprobt und es wird seriös geprobt. Und wenn wir dran sind am Song schreiben, dann werden die Songs geschrieben. Und eben daran herumgearbeitet, bis wirklich allen passt. Ja. Und bis wirklich einfach gerufen. Bis wirklich jeder sagt, mal, jetzt ist es ein geiler Song. Und darum kann, also ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, darum kann ich jetzt nicht sagen, auf dieser Scheibe, der Song, nein, passt mir nicht. Also ich finde alle Songs geil, klar, ein bisschen meine Faves und so, aber ich würde keinen Song von dieser CD streichen. Das hat einfach jeder seinen Charme. Ja. Wirklich. Und das ist einfach auch das Resultat, wenn wir halt einfach wirklich super gut zusammen arbeiten. Ja. Und alle am gleichen Strang ziehen, ja. Oder? Und du kannst in der Band auch mal sagen, nein, der Riff ist scheiße, oder? Ohne dass das gerade angefressen ist, oder? Also, er hat keine Divas in der Band? Nein. Ja, wir haben ein Lied parat, wo wir gesagt haben, wo wir einen Live-Videoclip haben. Ja. Das ist der Black End River. Genau. Wo haben wir aufgenommen, die Platte drauf? Also, wir haben das Video geschnitten, das ist nicht. Das ist einfach von verschiedenen Konzerten und wir haben dann den Albumtrack unterlegt, oder? Mhm. Einfach so ein Live-Video eigentlich zusammengeschnitten, weil wir haben gefunden, wir wollen doch noch ein Video machen, haben aber keine Zeit gehabt, um irgendwie noch geschwind etwas zu drehen und weiss nicht was, kein Konzept gehabt, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich haben wir ja von x Live-Konzerten haben wir Aufnahmen mit Action-Cams und wirklich coole Aufnahmen und dann haben wir es so zusammengeschnitten. Und das ist geil gekommen. Ja, ist gut. Also. Siehst du das über die Webseite oder über euren YouTube-Kanal? Das ist auf unserem YouTube-Kanal drauf. Genau, wenn ihr jetzt auf Taktlos Metal drauf sind, könnt ihr auch Contortion eingeben. Unbedingt. Unbedingt. Und dann beides. Aber ein richtiges Video ist in Arbeit. Ja, da sind wir auch dran. Das kommt bald. Das kommt bald. Da reden wir im nächsten Interviewteil noch weiteren 2 Lieder darüber. Vielleicht erfahren wir noch wählen. Vielleicht. 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 Bleibt dran, es bleibt spannend.
Im Taktlos Metal auf Radio-Kanal K, Rocksession und YouTube bei uns immer noch der John, da sind wir, die beiden Gitarristen von Contortion im Studio. Jetzt ja, meine Frage, die ich vorbereitet habe, wäre eigentlich gewesen, ihr habt immer noch keinen Videoclip, aber sie haben ja vorher gesagt, ihr habt einen Videoclip, ah, was ja. Läuft. Wieso habt ihr einen Videoclip und ich weiss nicht, wo. Das nehme ich jetzt auch Wunder. Genau. Du bist uns nicht mehr am Stalken, das ist schlecht. Die einstweilige Verfügung hat genützt. Ja, total. Genau. Nein, wir sind wirklich dran mit einem Video. Wir sind noch ein bisschen am Diskutieren, so ein bisschen konzeptmässig und so. Locations sind wir uns auch noch nicht ganz so einig. Aber es ist etwas am Tun und es wird sicher gleich passieren. Ja, das Ziel wäre eigentlich, dass wir dann eine Promo fahren auf die Herbstshows, die dann kommen, oder? Ja, genau. Dass wir dann draussen haben. Und jetzt haben wir mit einem Filmer, Filmemacher, mit einem Künstler haben wir Kontakt mit genommen. Mit einem Künstler! Dicke-Post. Ja, wenn du ein grandioses Artwork hast, dann musst du auch hier da schauen. Ein grandioses Video haben. Ja, logisch, logisch. Das heisst, wir werden nicht im Video gesehen sein, weil sonst wird da nicht. Dann wird es aber nicht grandios, wenn wir im Video sind. Nein, wir wollen da nicht kleine Kinder verschrecken, deshalb werden wir nicht. Das ist halt ab 18, Mann. Gott. Nein, es wird nicht ab 18. Wieso nicht? Ja, ich weiß nicht. Dann machst du Geld. Ja, ich weiß nicht, ob das noch so zieht. Mensch? Ja, ich weiß nicht. Aber das heisst, ihr seid dran, ein Konzept zu entwickeln, zusammen mit dem Künstler? Nein, es sind Ideen. Es sind schon Ideen, und wir wissen schon, in welche Richtung es sollte gehen. Aber es ist jetzt halt noch so ein bisschen Finesse ausschaffen. Genau. Und da sind wir eben wieder bei der Demokratie. Es soll ja jedem passen. Und jeder soll seine Ideen hier einbringen. Und es braucht halt noch ein bisschen Zeit. Und es ist heiß, um einen Videoclip zu drehen. Das sowieso. Es ist ein Reifungsprozess. Ja, Reifungsprozess. Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich, es ist schon klar, woher es soll gehen, aber es ist eigentlich eher noch ein Terminproblem. Ja. Nein, es ist eigentlich eher ein Terminproblem. Ihr habt bisher sind 2 bis 3 Konzerte bestätigt, unter anderem mit Sanctuary. Ja. Aber so wie es klingt, kommen aber noch mehr.
Hoffentlich sind in Verhandlungen. Wir sind hier dran, am Planen, am Machen, am Booken und das wird schon das eine oder das andere reinschneiden. Ja, hoffentlich. Er hat gesagt, mit Helvetica, nicht mit John, sind wir ein paar Mal auf Tour gewesen, jetzt Osteuropa zum Beispiel. Wäre das auch etwas, was ihr mit Contortion mal machen wollt oder ein bisschen anstrebt? Ja, ich habe letzte gerade gröbere Diskussionen gehabt mit unserem Herrn Mettu, dem Drummer. Und der wäre nicht einmal so eben abgeneigt. Aber ich denke, das sollten wir alle zusammen mal besprechen, weil es ist wirklich eine geniale Erfahrung halt, oder? Und das kannst du machen. Da bin ich auch nicht abgeneigt, also sicher nicht. Aber es ist halt einfach, ja, man muss schon sehen, es ist halt auch nicht so einfach, vernünftige Shows zu bekommen, Gigs zu bekommen, weil es ist halt eben einerseits soundtechnisch, es ist nicht einfach. Ja, und es wartet auch niemand auf dich. Es wartet niemand auf dich, das ist so, ja. Es gibt halt auch schon ja, viel zu viele Bands, die in diesem Genre unterwegs sind. Und ja, es ist auch irgendwie immer durch ein bisschen Überangebot von Konzerten. Ich meine, wenn du im Facebook hin gehst, schauen, was da Wochenende für Wochenende irgendwo los ist, also du kannst wirklich kannst aussuchen, oder? Zwischen 3, 4 oder mehr Events, wo irgendwie Metal oder Rock spielt, oder? Und jeder grabt halt diesmal halt auch ein bisschen Leute ab, oder? Weil die Schweizer Szene ist halt, in Gottes Namen, die ist nicht gross. Nein, wer kennt dich? Ja, ja, definitiv. Man kennt Konzerte von 100 Leuten, kennt man mindestens 50. Ja. Ja, das ist so. Aber da kommt wahrscheinlich noch etwas. Mit 25 schon weg gewesen. Genau. Passend Song zu der letzten Aussage ist Isolation. Eigentlich nicht. Egal. Ja, wir spielen den. Can't breathe inside and leave it all behind.
Ja, yeah, das ist der Simon und der John von Contortion. Und ihr hört Rockstation. Rockstation. Haben wir sehr schön gemacht, danke. Das Training. Wir sind die Hose im Geschäft. Wenn ihr diese Station die immer und immer wieder wendlosen, müsst ihr euch kurz gedulden. Weil die Sendung wird zuerst noch dreifach wiederholt auf Rockstation, wenn das erfahrt ihr, wenn ihr auf Rockstation einservt. Anschliessend, wenn, nach der letzten Wiederholung, könnt ihr es dann immer und immer wieder hören, an dieser Stelle, das schöne Station, und zwar, dann ist es auf unserem verherrlichten YouTube-Kanal. Verherrlichten. Taktlos Metal, die könnt ihr auch alle ältere Schandtaten anhören. Ja, wenn ihr dann findet, ja, gute Nachspende interessiert mich auch, aber ich will es erst dann hören, wenn es auf YouTube ist oder wenn es auf Rock ist, kommt, könnt ihr das auch, weil in der nächsten Stunde gibt es eine Stoner-Rock-Band, Metal-Band ohne Gesang. Ich nehme es wunder, ob sie einfach keinen Sänger gefunden haben, aber es klingt super. Ist eine Frage, die ich parat habe, also wenn es Ephedra jetzt schon gehört, ihr seid darauf vorbereitet auf das Interview, ich will keine Ausrede. Ephedra in der nächsten Stunde. Ja, bei dieser Stunde bei uns hier im Studio, John und Simon, die beiden Gitarristen. Danke fürs Kommen. Merci auch. Ja, darf ich noch jemanden grüssen? Unbedingt. Ich möchte meinen Sohn grüssen, unseren Bassist, den Dani. Der hat er sicher Freude. Ja, den grüsse ich. Ja. Sonst niemand. Außer der wabbelwackelarmige Windhosen-Kamerad. Nein, ich muss niemanden mehr grüssen. Ich kenne ja niemanden. Das ist eine Frage. Habt ihr sonst noch irgendwie abschliessende Worte, wo kann man Infos über euch finden? Wo gibt es Fanpost? Wo gibt es Küsse auf den Bauch? Ja, also Küsse auf den Bauch kosten. Das ist das Erste. Und alles andere findet ihr auf contortion.ch oder im Facebook einfach nach Contortion suchen. Unsere offizielle Facebook-Seite dort. Dort findet ihr alle Infos. Oder natürlich auf unserem gesegnete YouTube-Kanal. Der Verherrlichte. Der Verherrlichte. Und auf contortion.ch kann man selbstverständlich die CD bestellen. Man kann auch Merch bestellen. Man kann alles machen dort. Riese Werbung. Ja. Verdammte Zigeuner sind wir. Für die Sendung verantwortlich, aber nicht für die anderen Worte ist der Roger Wettli. Nur für die eigenen. Der muss schneiden. Oh, verdammt, der ist rausgerutscht, der muss schneiden.